Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Endlich Ferien. Ach, geht es dir genauso? Bei manchen Schülerinnen und Schülern, da fällt jetzt so richtig eine Last von den Schultern. Endlich Ferien. Für manche bedeutet das Urlaub, Zeit zum Entspannen, sich mal so richtig zurückzulehnen, sich mit Freundinnen und Freunden treffen, endlich nicht mehr über Schule nachdenken. Und für manche, da ist jetzt der Beginn der Ferien der Abschluss von etwas noch Größerem. Manche, die sind jetzt wirklich mit etwas fertig. Da gibt es die Kindergartenkinder, die gehen nächstes Jahr in die Schule. Die Zeit im Kindergarten ist vorbei und jetzt geht das richtige Leben los. Da gibt es die Schülerinnen und Schüler, die ihren Abschluss gemacht haben und jetzt nach den Ferien schon gucken müssen, mache ich Ausbildung, mache ich ein Studium, wie geht's weiter? Jetzt geht das richtige Leben los. Und so geht's auch mir. Ich habe meinen Abschluss gemacht. Hier ist er. Abschlusszeugnis. Ich bin jetzt fertig mit meiner Ausbildung. Und jetzt beginnt das richtige Leben. Hi, mein Name ist Samuel Schulz. Ich bin Jugendreferent hier im Kirchenbezirk Germersheim. Und mein letztes Jahr war mein Anerkennungsjahr. Ich habe meine Ausbildung jetzt zu Ende gemacht. Am Montag war meine Prüfung, die habe ich bestanden. Am Dienstag habe ich das Zeugnis bekommen. Und jetzt geht das richtige Leben los. Für mich fühlt es sich noch gar nicht so richtig nach Veränderung an, denn mein Job, den mache ich genauso weiter, wie ich ihn jetzt im ersten Jahr gemacht habe. Und gleichzeitig geht was zu Ende. Und bei so einem Moment, dann schaue ich zurück. Ich freue mich an dem, was ich geschafft habe. Und da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf. Ich freue mich an den ganzen Begegnungen, die ich haben konnte, mit den vielen verschiedenen Menschen und den Freundinnen und Freunden, die ich in dieser Zeit bekommen habe. Ich erinnere mich aber auch an die ganzen Zeiten, die anstrengend und hart waren, wo ich kämpfen musste und wo ich zum Glück Leute an meiner Seite hatte, die mich unterstützt haben. Und ich schaue nach vorn. Ich schaue darauf, was jetzt in der Zukunft kommen wird. Ein bisschen aufgeregt, aber auch erwartungsvoll. Ich freue mich auf die Zeit, wie es hier weitergeht und ich bin gespannt darauf, wie ich jetzt die Zeit, die ich nicht mehr in die Ausbildung investieren muss, in Freunde, Familie und die Sachen investieren kann, die mir wirklich Spaß machen. Wie geht's dir damit? Wie startest du jetzt in die Ferien? Ist es für dich ein Blick nach vorn? Ist es für dich eine hoffnungsvolle Zeit, eine Zeit zum Entspannen? Wird es für dich eher stressig? Ist es für dich anstrengend? Ich weiß für mich und bin dankbar um dieses Wissen, dass Gott immer an meiner Seite ist. Jesus hat mal gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Immer, überall, egal was passiert. Das wünsche ich dir, dass du erlebst, dass in den nächsten Wochen in den Ferien Gott bei dir ist. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.